Ja, herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf Achtung Lichtarbeit. Ja, die Evangelia, die ihr jetzt hier auch seht, ist wieder bei mir. Erstmal hallo Evangelia. Hallo, Eckart. Und wer den Kanal kennt, hat ja vielleicht die Videos zusammen mit ihr geschaut. Wir hatten da jetzt zusammen schon mal zwei Gespräche. Das eine hieß Nachts zogen mich Dämonen aus dem Bett und das andere zum Thema Wellness, Okkult. Und dann waren ja da auch noch die beiden Podcasts, wo wir dann in größerer Runde beisammen waren. Das letzte war ja über das Thema Bloody Water und so und Monster Energy Drink. Und dann hätten wir heute quasi schon die fünfte Sendung, Evangelia. Ne? Es wird so langsam. Das macht Spaß, macht Freude. Ja, heute geht es um das Thema Sprachen. Ja, erstmal so ganz allgemein. So viel wollen wir noch gar nicht sagen. Denn wir wollen jetzt erstmal hier euch einen kleinen Ausschnitt vorspielen. Der geht so 5 bis 6 Minuten etwa, in dem acht verschiedene Sprachen drin vorkommen. So, und wir sagen aber jetzt noch nicht, was da jetzt was bedeutet. Nachher kommt aber eine Auflösung, was jede bedeuten soll. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt groß loslegen, hören wir da jetzt erstmal rein. Ishachema tihara tema, ilahatama tema, ihalati, ihalati, shahatala ikitihimata, rahatima, rahatima, ihalatema, ashahati, ashahate, nuhatema, nuhatema, ihitiaha, ruma rikatalate, numate, numate, numate. Area noa tanea, cura na patura, duas cura id ara un as ira eta, cram ea, tugda ari ad un ea. Ari un as in ea aut ara ad was, gj e ar in ad, gj era ea, gora in ua ar u ad in ari iot ari, cik in ari una es, gun ea. In ad ari ino gad ino ari no sa. Tuga ruana ia shana. Na klas inar ia. Kuare ni ia shana kana. Kara na kas kane ia. Kata. Rinei hari. Orin ias kuare ina ia no kata ne rinu ad ina ivat as ia no kat. Pur ur ti ari nas. Kijeno ata nuna. Tikin ein arin as ukat ida or anas yut bakta jum eri no at ini ya nokat is unu ayin wat or inavat is wat unna ari as kat ino at kus inu atura nokat unna ata or ne is gut ina yukuna ru an asa kutat atina at atura an es inokat ina ar as chukut ano wa 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 ruana kun in ar at 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 juatania juatania hare ni was na patuja ni ja nuas ni ruata ne are na hea ruata nura shipatura wow 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 dig 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 wana rinwa shua pua ne kwani na rin asnia ne nua ania ruania Jin ia wa nukas. Jin wara nea na hata. Nien jun wara nea nea na hata. Wan shkia patura. Adea kasa. Reke. Edemoso. Feel. 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 Nagi. Nagi we. Hangan jam chair mantene. Nagi. Maja chair mantin pangeru mantan. Ja, jetzt also hier mit der Auflösung.
Also der Mann am Anfang, der Stefan, das erste war also angeblich seine Seelensprache, das zweite eine Lichtsprache, die er aus der sechsten Dimension von einem Sternenvolk erlangt haben will, 3 bis 5, die Frau dann, das waren angeblich Sprachen der Bewohner von Venus, Sirius und von den Plejaden, dieselbe Frau dann Nummer 6, die Sprache oder Energie von Shiva, 7, die charismatische Zungensprache, 8, das waren einfach hypnotisierte Menschen, die dann in Chinesisch sprechen sollten. Jetzt kommen hier noch so ein paar Ähnlichkeiten zwischen den ganzen Sprachen. Da wollen wir auch mal eben reinhören. Ja, Evangelia, jetzt haben wir also diese Sprachen gehört. Teilweise muten manche relativ bizarr an. Ja, so ging es mir. Wie hat sich das für dich so angehört, so manche Sprache? Also recht strange. Recht strange, ne? Sehr fantasievoll. Zum Teil, muss ich sagen, fand ich es auch ziemlich scheußlich. Mhm. Hat sich, vor allem dieses Shiva-Teil. Zum Thema Shiva. Das hat ja diese Frau gesprochen. Ich glaube, nach den Plejaden kam das dran. Shiva wird ja auch als Satan verstanden, ne? Shiva ist die eine hinduistische Gott, also eigentlich der Gott im Hinduismus, der auch verschiedene Aspekte hat, als verschiedene Aspekte dargestellt wird. Hm. Shiva ist eigentlich auch der Gott der Zerstörung, also er hat ganz viele Aspekte, aber er ist der Gott der Zerstörung. Ich glaube, da hast du auch irgendwie was vorbereitet. Ja, das Bild blende ich jetzt hier mal eben ein. Ja, hier sehen wir ihn also. So, ja, jetzt sehen wir hier also eine Darstellung von Shiva. Das ist also Shiva in Blau dargestellt. Muss man schon meine Brille aufziehen. Was erkennen wir da? Ganz gut hier links oben den Dreizack. Mhm. Und auch weiter rechts davon, daneben gibt es auch einen Dreizack. Wir können genau einmal, zweimal, wir können Schlangen erkennen, die er gerne um den Hals trägt. Ja. Ein Zeichen für wen? Für Satan. Mhm. Und hier sieht man auch ganz genau, dass er der Gott der Zerstörung ist. Ja, da unten unübersehbar. Genau, und das soll halt so jetzt heute so das Thema unseres Videos sein. Sind das jetzt wirklich Lichtsprachen oder Seelensprachen, die wir da uns angehört haben? Auch diese charismatische Rede, wir hatten ja gehört, so dieses dicke, dicke, dick, das klang ja doch sehr ähnlich mit diesen angeblichen Lichtsprachen. Und wir wollen heute mal ein bisschen untersuchen, sind das Lichtsprachen? Kommen die wirklich von Gott? Kann so etwas von Gott kommen? Ja, darum geht es so ein bisschen. Also ich habe mir so das vorgestellt, gerade dieses mit diesem ticke, 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 tick, als ob das jetzt irgendwo auf dämonisch irgendwie einfach nur bla, 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 bla bedeutet und sich die Dämonen da im Hintergrund kaputt lachen, wenn sie Menschen dazu kriegen, sowas zu sprechen, oder? Wie siehst du das? Das ist genauso, definitiv. Und es könnte ja auch weitaus mehr wie bla, bla, bla sein. Ja, könnte ja auch ganz was anders bedeuten. Genau, es gab ja auch einige Sprachen, da, das war jetzt nicht nur immer so dieselbe Silbe, sondern da hat man schon ein bisschen mehr herausgehört. Aber wir wollen halt heute untersuchen, ob irgendwie so, ob das wirklich von Gott kommen kann, ja, ob das eine lichtvolle, eine gute Sprache ist, die uns irgendwo geschenkt wurde. Der Stefan am Anfang sagt ja, also dass er das von Aliens bekommen hat, empfangen hat aus der sechsten Dimension. Und naja, wer so ein paar Videos kennt, weiß ja, dass es gibt überhaupt gar keine Außerirdischen da draußen. Es gibt auch keine Sternengeschwister. Das habe ich früher in der Lichtarbeit ja auch mal geglaubt. Sondern letztendlich sind das halt alles dämonische Wesen,
die per Channeling oder per Eingebung oder sonst irgendwie mit uns Menschen in Kontakt treten wollen und ganz offensichtlich auch solche Sprachen dann vermitteln. Ja, genau, das. Ja, auch, also wenn hinter jeder Götze, hinter jedem Götzenbild steckt ja auch ein Dämon und der nutzt halt auch die Sprache. Alles, was du ohne Verstand redest, wie ja auch der Stefan das so empfiehlt, ist eigentlich könnte sich eine dämonische Sprache dahinter verbergen. Ja, also all diese Sprachen haben ja gemeinsam, derjenige, der sie spricht, weiß ja in dem Moment gar nicht, was er spricht, ne? Das haben die alle gemeinsam. Und mich erinnert das noch früher so in der Spiritualität, da gab es ja auch diese Volltrance-Medien. Also ich war ja selber mal bei einem Channel-Medium damals in meiner Zeit. Es gibt manche, die kriegen das mit, was sie da gerade durchsagen von der geistigen Welt, ja. Aber es gibt auch diese Volltrance-Medien, die wissen das nicht. Die werden quasi von einem Dämon einfach als Werkzeug gebraucht. Da wird die, was weiß ich, das ganze, die Stimme und die Stimmbänder werden da einfach nur gebraucht. Die wissen dann nachher gar nicht, was sie gesagt haben. Da hat einfach ein Dämon ihren Körper quasi gebraucht. Und bei all diesen Sprachen ist es ja genauso. Derjenige, der sie gerade spricht, weiß überhaupt nicht, was er da gerade sagt. Und wir wollen mal der Frage nachgehen, kann das von Gott sein? Will Gott, dass wir wie ein Volltrance-Medium irgendein Unsinn daherplappern, den wir überhaupt gar nicht selber verstehen können? Ja, darum soll es heute so ein bisschen gehen, Evangelia, ne? Da haben wir ein bisschen noch was vorbereitet. Ja. Und schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Weil es ist eigentlich sehr viel und sehr spannend, das Thema. Ja, ist ein sehr spannendes Thema, weil ja, ich war in der Lichtarbeit, du hattest ja damit auch zu tun. Lichtarbeit, Lichtenergie, Lichtsprache, Lichtkörper, es ist immer so viel Licht, ne? Und Licht und Information, alles ist Licht. Irgendwie, ja. Und da kommt halt wieder der eine Bibelvers zu tragen, auch. Luzifer kleidet sich ganz gerne als Engel des Lichts. Als ein Engel des Lichts, ganz genau. Gut, dass du das erwähnst. Der Satan tarnt sich als Engel des Lichts. Und warum sollte er nicht auch eine Lichtsprache durchgeben, Darf die ich da mal dann, einhaken? na klar. Spreche immer, aber es tut mir echt leid. Man darf nicht vergessen, Luzifer war einer der ersten und der höchsten und der schönsten Engel Gottes. Er war wirklich, da ging nichts mehr, also schöner ging es gar nicht mehr. Jetzt, weil er gefallen ist, muss es nicht heißen, dass er jetzt ausschaut voller Pestbeulen in Rot mit einem spitzen Schwanz und einem Dreizack in der Hand. Ja. Er schaut unter Umständen noch genauso aus, wie er eben oben im Himmelreich ausgesehen hat. Er war ja auch der Engel, der hat ja viel mit Musik zu tun. Stimme hat auch viel mit Musik zu tun, ja. Wir können uns ja gar nicht unterhalten, wenn wir keine Nuancen in unserer Stimme haben. Das ist ein, wenn wir uns unterhalten, es entsteht jetzt auch ein Singsang. Also aggressiv oder auch sehr liebevoll und zärtlich klingen. Ja, wir machen Musik mit unseren Stimmbändern. Wenn ich mich jetzt als Kanal bereitstelle, dann kann der mit mir machen, was er will. Und ich kann super süß klingen. Und ich kann das, was ich von mir gebe, kann super süß klingen. Ja. Völlig schlimme Sache dahinter stecken und zum Ausdruck bringen, die ich aber nicht kontrollieren kann. Mir fällt jetzt dazu, weil du es vorhin erwähnt hast, auch die Jane Roberts ein, weil die habe ich ja gefressen. Also da habe ich ja alle Bücher von der gehabt und was habe ich auch im Internet geguckt, geschaut, ob ich die irgendwie finde. Es gibt auch auf YouTube ein paar Sachen von ihr zu gucken, anzuschauen. Und die hat sich als Medium bereitgestellt. Also diese Wesenheit, Seth ist in sie reingekommen. Du kannst beobachten, wie ihr Wesen sich verändert, komplett. Und wie ihre Stimme sich ändert. Ihre Stimme geht mal gleich 3 Oktaven runter, hat einen ganz harschen Ton drauf und, wie du schon erwähntest, hinterher keinen blassen Schimmer gehabt, was sie da eigentlich gechannelt hat. Ja. Ihr Mann hat das immer alles fein säuberlich mitgeschrieben. Donnerstag, 16:13 Uhr, sie bewegt den kleinen Finger und sagte dies und jenes. Pause. 17:53 Uhr, ja, so ging das. Also so schauen die Bücher aus von Seth.
Und sie kam jedes Mal raus und hat gesagt, ich kann mich an nichts erinnern. Was hat er denn Genau. heute gesagt? Ja. Und das geht Jahre. Ja, die Dame ist dann auch ganz elendig an Krebs gestorben, leider. Ja, das ist so viel zu Jane Roberts und zu allen anderen Medien, die sich da bereitstellen als Kanal. Und ich meine, ich war auch so, ich habe mir das so gewünscht, dass so eine Wesenheit durch mich spricht und dass ich channeln kann und Weisheiten aus dem Kosmos weitergeben kann und den Menschen helfen und wie auch immer. Und ich habe das ja auch gelernt, so an 2 Wochenenden. Ja, natürlich, da bist du nicht die Einzige. Ich dachte auch früher, ich hätte mein geistiges Team, Geistführer, und wusste damals ja noch überhaupt nicht, dass, was wir eben schon gesagt haben, dass auch der Satan und natürlich auch seine Diener sich tarnen als Engel des Lichts, als Diener der Gerechtigkeit. Ja, die tun immer schön auf lieb. Das schreibt sich ja keiner auf die Stirn. Hey, ich bin ein Betrüger oder so. Ja, das ist ja gerade der Trick und trotzdem fallen so viele drauf rein und nehmen das für bare Münze, ne? Macht es ja auch alles immer irgendwie Sinn, was du da so von dir gibst. Genau, und dann war das natürlich jetzt kein großer Sprung. Als ich gläubig wurde, kam ich ja dann auch in so einen charismatischen Kreis, habe das ganze Charismatische kennengelernt, eben auch die Zungenrede, und dann war das für mich überhaupt kein Problem, einfach in irgendwas zu reden. Weil das lernst du ja auch in der spirituellen Welt, dass du also deinen Verstand loslässt. Ganz frei machst und dass du dich einfach gehen lässt, und es kommt dann von alleine und plötzlich kommt dann irgendwas bei raus. Ja, weil du es erwähnst, ich war ja ganz am Anfang auch in einer Pfingstgemeinde und da hat das zu einem richtigen Leistungsdenken geführt, weil manche konnten in Sprachen, also konnten, sage ich mal in Anführungsstrichen, manche konnten das nicht und die, die es nicht konnten, waren richtig neidisch. Die waren teilweise traurig. Ach, wieso kann ich das denn nicht? Ja, da wurde gesagt, ja, du hast noch nicht die Taufe des Heiligen Geistes, die natürlich auch, die es auch nicht gibt. Jeder Gläubige ist von Anfang an mit dem Heiligen Geist getauft. Das wäre aber jetzt wieder eine andere Baustelle. Ja, und da waren manche traurig, dass sie das und das nicht können. Und so einen Leistungsgedanken gibt es im Reich Gottes einfach nicht, dass das jetzt irgendwie eine Fähigkeit ist, die jetzt andere nicht haben und die dann enttäuscht sind, weil sie das halt nicht können oder nicht gelernt haben, aber weil bei denen das irgendwie doch nicht klappt. Und diejenigen, die es können, sind dann auch immer ein bisschen überheblich gewesen, ein bisschen stolz. Ja, ich kann hier was, was andere nicht können. Hallo. Ich habe Jesus eher als jemand kennengelernt in meinem Leben, der Demut predigt. Ja. Einer achtet den anderen höher als sich selbst und da gibt es keinen hier, der ist jetzt besser oder höher als ich, weil der angeblich in Zungen beten kann. Aber wir werden ja nachher auch nochmal genau untersuchen, was es damit auf sich hat, denn wir haben ja vorhin schon einige Ähnlichkeiten gehört. Ganz klar, glasklare Ähnlichkeiten von jemand, der charismatisch in Zungen gebetet hat und bei dem anderen war es dann aber angeblich ein Wesen aus der sechsten Dimension bei Stefan. Von dem wollen wir nämlich jetzt auch nochmal ein paar Ausschnitte hören. Da hört er jetzt hintereinander, ja, 7 Ausschnitte haben wir zusammengestellt, nach jedem erzählen wir ein bisschen was. Und ja, da würde ich sagen, dazu jetzt auch mal Film ab. Lichtsprache kann man im Grunde genommen nicht erklären. Lichtsprache ist eine Sprache, die außerhalb unseres Verstands liegt, die wir mit ganz anderen Rezeptoren und ganz anderen Bereichen unseres Systems aufnehmen, aber nicht mit dem Verstand. Und es gibt auch keine allgemeingültige Erklärung für Lichtsprache. Und man kann nur durch Erfahrung nach und nach vordringen zu dem eigentlichen und zu dem mystischen Kern von Lichtsprache. So, Evangelia, jetzt haben wir hier ein paar Sachen drin gehabt. Da ging es einmal um den Verstand. Es geht auch um den mystischen Kern. Ich will mal so anfangen. In der Bibel lesen wir eigentlich da zum Verstand was anderes. Ich zitiere mal Lukas 10, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Jetzt haben wir aber gerade irgendwie was anderes gehört, oder? Den müssen wir, kann man nicht mit dem Verstand erfassen, hat er gemeint. Ist außerhalb des Verstandes liegend. Ja. Dann würde ich mal sagen, da stimmt was nicht, weil ohne Verstand
können wir uns auch nicht verständigen. Stimmt, das Wort steckt da drin, ne? Verstand, verständigen, verstehen, ne? Etwas verstehen. Ich muss es ja verstehen können, ne? Was mir jemand sagt. Wie soll ich dich verstehen, wenn du jetzt hier mit dicke, dicke, dicke. Entschuldige, wenn ich immer wieder damit komme, aber das hat mich so vom Hocker gehauen. Wäre mal interessant, das Ganze rückwärts abzuspielen, ob dann Sinn rauskommt. Anyway, also was mir noch kommt, ist, ich habe dann so einen schönen Satz von einem Swami Krishnananda, der schon verstorben ist. Der beschreibt den Verstand als sinnbildlich ein Ozean oder See, als kosmischer Geist. Der Verstand. Der sagt, der Verstand ist ein kosmischer Geist. Aber ich Kosmischer glaube, Geist. später werden wir da ein bisschen mehr auf den Verstand eingehen. Ja, wir gehen auf jeden Fall dann nochmal auf den Verstand etwas näher ein. Ich glaube, Wie gesagt, wir sollen, der Verstand ist ja wichtig, um zu verstehen. Die Bibel sagt zwar auch, achtet nicht zu sehr auf euren eigenen Verstand, heißt es aber, Sprüche 3, Vers 5. Verlass dich nicht zu sehr auf deinen eigenen Verstand, damit ist aber eigene Klugheit gemeint. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir den Verstand gar nicht gebrauchen sollen, sondern nur, wir sollen jetzt nicht nur auf uns vertrauen, sondern auf Gott. Das ist da in diesem Vers gemeint. Die Einheitsübersetzung übersetzt es eigentlich auch ganz gut mit eigener Klugheit. Also man soll sich nicht auf seine eigene Klugheit verlassen. Da, das erfasst den Sinn eigentlich sehr. Was nämlich auch beschreibt, der Verstand, biblisch gesehen, beschreibt auch die Ordnungen Gottes. Und da macht es natürlich auch Sinn. Du sollst dich nicht auf deine eigenen Ordnungen verlassen, sondern auf die Ordnungen Gottes. Wenn du denen folgst, kann eigentlich nichts schiefgehen. Wenn du die Ordnungen beiseite legst, dann bist du verloren. Ja, genau, das ergänzt sich noch dazu. Also der Verstand soll absolut gebraucht werden, den hat Gott uns geschenkt und mit dem sollen wir auch arbeiten. Wir sollen nur nicht denken, wir sind jetzt ohne Gott da mordsmäßig klug oder so. Das natürlich nicht, aber ansonsten brauchen wir den. Dann hat der Stefan ja noch ja, mehr oder minder zugegeben, dass wir es hier mit Mystik zu tun haben. Das hat er ja ganz am Schluss gesagt. Und da sind wir ja schon auf der Spur, das muss ja irgendwas spirituell esoterisches sein. Mystisch bedeutet ja dunkel, verborgen, geheimnisvoll, ne? Genau, das ist auch, kommt aus dem Altgriechischen Mysterion und das heißt Geheimnis. Der Ursprung des Wortes kommt von Mye und heißt Augen und Lippen verschließen. Und da ging es darum, dass du jemanden, der nicht eingeweiht ist, bestimmte Dinge nicht weitergibst. Deswegen Augen und Lippen schließen. Aber Gott, der spricht zwar auch schon auch von Geheimnissen in der Bibel, die er aber allen offenbart, die sich ihm zuwenden. Ja, warte mal, da könnte ich auch glatt mal einen Bibelvers dazu bringen. Aus dem Kolosserbrief, und zwar 1, Vers 26, da heißt es nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar geworden ist, offenbar gemacht worden ist. Also das heißt, den Seinen, also alle die eben Jesus Christus angenommen haben, den zeigt er auch Stück für Stück die Wahrheit führt, der Heilige Geist heißt es auch, führt uns in alle Wahrheit. Und da kann ich jetzt ja nicht sagen, dass das, also dieses Mystische, das ist ja überhaupt nicht gegeben. Es gibt Geheimnisse bei Gott, natürlich. Also wir wissen auch nicht alles von Gott. Ich meine, es ist schließlich Gott, ja. Der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit, heißt es auch an anderer Stelle. Aber dennoch wird es den Seinen offenbar werden. Das heißt, wir haben überhaupt nichts mit Mystik, sondern Gott spielt mit offenen Karten. Genau. Ach, da Dann. gibt es hervorragende Stellen in der Bibel, aber die lassen wir jetzt sehen. Vielleicht mal bei irgendeiner anderen Gelegenheit. Gut, dann hätte ich sagen, spielen wir mal den nächsten Abschnitt hier ab aus diesem Video. Sogar in der Bibel gibt es Hinweise drauf, auf Lichtsprache, da wird das sogenannte Zungengebet, die Zungenrede, Zungensprache erwähnt, Glossolalie nennt man das auch in der Bibel. Und all diese Sprachen
stammen nicht aus dem Verstand, sondern aus einem ganz anderen Hirnareal. So, also, er nimmt jetzt also auch hier Bezug auf die Bibel, wie wir gehört haben, diese Zungensprache, die er vorhin am Anfang schon mal erwähnt hat. Wenn wir jetzt nochmal auf den Grund gehen, er hat ja auch nochmal hier Glossa erwähnt, was da vorkommt, zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 2, für Sprache oder Zunge. Evangelia ist Griechin, ja, also sie wird sicher gleich nochmal die genaue Wortbedeutung hier uns nennen. Die Sprache kann ich natürlich nicht. Was hast du gesagt? Ich bin Glossa-Spezialistin. Genau. Aber dasselbe Wort finden wir auch schon im ersten Buch Mose beim Turmbau zu Babel. Auch, also Glossa natürlich das hebräische Äquivalent. Und da hatte Gott ja schon mal die Sprachen der Menschen verwirrt. Es hieß aber davor, die ganze Welt hatte eine Sprache. Also alle hatten schon eine von Gott gegeben. Woher sollen sie sonst haben? Also Gott hat den Menschen eine Sprache gegeben und dann wollten die Menschen aber hoch hinaus und dann kam ja Gott auf die Welt, um die Sprachen der Menschen zu verwirren. Sonst wären sie zu allem fähig gewesen, heißt es dann so weiter. Und das sind ja dann auch existierende Sprachen, die haben ja da angefangen zu existieren sozusagen, diese Sprachen, also nicht irgendwelche Engelssprachen oder Himmelssprachen, sondern Sprachen, die die Menschen dann ja auch richtig sprechen konnten und sich ja auch verstehen mussten mit dem Verstand. Zwar waren die Sprachen insgesamt verwirrt und man hat dann so langsam herausgefunden, wer versteht mich denn jetzt? Und dann ist man halt gruppenweise, so stelle ich mir das vor, hat man dann die Welt bevölkert, ist dann auseinandergegangen. Das heißt, hier haben wir ja schon den klaren Hinweis, ganz am Anfang schon der Bibel, dass es eben nicht um irgendwelche Sprachen geht, die kein Mensch versteht, sonst wären die Menschen ja da aufgeschmissen gewesen damals, ne? Genau. Also du hast es ja schon gerade wunderbar erklärt. In 1. Mose 11,1 lesen wir, die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und das heißt, Gott hat den Menschen die Sprache eingegeben, dass sie sich miteinander verständigen können. Also keine Aliens aus der sechsten Dimension, wenn ich dich da richtig verstanden habe? Nein, überhaupt nicht. Die Menschlein nach Noah, also nachdem ja Noah, nachdem die, na, hilf mir weiter. Nach dem Turm, nach der Arche Noah? Oder? Genau, nach der Sintflut waren ja nur zu acht. Und haben sich dann vermehrt und sie sprachen eine einzige Sprache mit denselben Worten. Mhm. Dann kam die Vermehrung, dann wurden sie immer mehr und dann sind sie ein bisschen hochmütig geworden. Ja. Wollten einen Turm ganz nach oben bauen, um sich Gott zu nähern, oder? Oder ja, höher wollten in den Himmel bis zum Himmel, also wollten schon berühmt werden, so, das steckt auch dahinter. Total berühmt werden. Und das hat sich Gott angeschaut und hat gesagt, geht gar nicht, weil wenn die alle eine gemeinsame Sprache sprechen, ist das wie ein vereinter Wille. Und den hat er versucht zu brechen, wenn sie sich nicht mehr verstehen. So, eines Montagmorgens verstehen die sich nicht mehr, müssen sich gruppieren und endlich das tun, was Gott verlangt hat, sich nämlich verteilen auf die Erde. Sich auszubreiten, die Welt zu bevölkern. Nicht nach oben. Nicht zentralistisch, wie wir es jetzt wieder sehen, die Umkehr mit der EU. Ne? Das will Gott gar nicht. Hat damit jetzt nichts zu tun, nur so nebenbei. Und was passiert dann Jahrtausende später in der Apostelgeschichte, kann man das lesen, zu Pfingsten? Da macht er Folgendes. Er gibt seinen Aposteln Sprachen, um sich wieder mit Ausländern zu verständigen. Das war ein hoher Feiertag. Es kamen aus allen Ecken und Enden kamen Juden, um das zu feiern. Und die haben alle unterschiedliche Sprachen gesprochen. Es gab es halt damals kein, wie jetzt, verschiedene Programme, Google Translator. Und was hat er gemacht? Es gab quasi ein Download aus Gottes Fremdsprachendatenbank, Xenoglossie 2.0. Xenoglossie heißt nämlich Fremdsprache und es ist eine Sprache, die man verstehen kann, aber nicht in der Schule gelernt hat.
Das kann Gott machen. Ja, und das hat nichts mit irgendeinem Gehirnareal oder irgendeinem Gehirnlappen zu tun, wo sich irgendeine Sprache entwickelt. Gott gibt einem die Sprache oder nimmt sie eben auch oder verändert die Sprache. Genau, weil alles andere, man sagt ja auch so, sie haben den Verstand verloren. Also wenn man irgendwie, ne, wir haben ja vorhin, also ehrlich, ich will da keinem zu nahe treten, aber bei dem Video ganz am Anfang, da habe ich schon manchmal gedacht, haben die jetzt wirklich den Verstand verloren, in solchen komischen Sprachen da zu sprechen? Ich meine, gut, wir kennen die Hintergründe. Das ist also jetzt hier keine psychische Erkrankung, sondern wir glauben ja, denke ich mal, du auch, beide fest, dass Dämonen, wie vorhin schon mal angedeutet, diese Sprachen eingeben. Und ich möchte nicht wissen, was das in Wahrheit alles wirklich heißt. Das sind wahrscheinlich alles irgendwelche Verfluchungen, Schimpfwörter, was leider dann auch viele in der Charismatik überhaupt nicht wissen. Vielleicht kann ich die Anekdote ganz kurz nochmal erwähnen oder ansprechen. Wir kommen später auch nochmal ausführlicher darauf, aber ich weiß, selber, kenne selber einen Fall aus der Gemeinde. Da ging es um existierende Sprachen allerdings. Da hat eine Frau wirklich in einer existierenden Sprache gesprochen, die sie selber aber nicht kannte. Irgendein Dialekt, irgendwo, was weiß ich, von weit her. Und zufällig war in dieser Gemeinde ein Mann, der diese Sprache oder diesen Dialekt wirklich konnte. Und er ist dann nach dem Gottesdienst hin zu ihr und hat ihr gesagt, du pass mal auf, weil ist dir eigentlich klar, was du die ganze Zeit hier gesagt hast? Du hast die ganze Zeit Jesus Christus verflucht. Also ich will nur sagen, und das war sogar noch eine existierende Sprache, in diesen sogenannten Himmelssprachen oder beim Zungengebet möchte ich nicht wissen, was da teilweise gebetet wird. Mir ist mal so was Ähnliches passiert bei einer Dame, die hatte ich zu Gast und die hat mir erzählt, sie war in China für ein Jahr beruflich. Und hat mir dann so erzählt, wie das so ist, wo sie da gewohnt hat und die Chinesen alle draußen Platz genommen. Das war für die wie Fernsehschauen, da weiße Frau, einen weißen Mann zu beobachten. Also hat jetzt nicht, okay, wir haben uns darüber unterhalten und dann habe ich gefragt, wie ist denn das, ob sie Chinesisch gelernt hat oder Kantonesisch oder Mandarin, ob sie das gelernt hat. Da sagt sie, ja, so ein bisschen musste halt dann schon können. Und dann habe ich das nachgeahmt, wie sich so Chinesisch anhören könnte. Und dann sagt sie zu mir, oh, da waren jetzt zwei, drei Wörter dabei, die ich verstanden habe. Ich habe kein Japanisch und kein Chinesisch und kein Kantonesisch oder Mandarin. Mandarinen esse ich, aber ich spreche kein Mandarin. Habe ich nie gelernt. Trotzdem waren Wörter dabei, die sie verstanden hat. Also, wie schnell geht's, dass du Worte aussprichst, die real existieren und, wie du schon sagst, nicht zum Guten, ans Gute gerichtet ist, ja. Und dann denke ich mir halt auch, was machen auch so in den charismatischen Kreisen dann auch ihre Befreiungsdienste, die sie haben, Heilungs- und Befreiungsdienste, wo ich mir denke, das ist kein Wunder, wenn die sich die ständig mit ihren Zungen sprechen, unter Umständen ständig besprechen. Verstehst du, was ich meine? Ja, B sprechen. Man kann ja auch Warzen B sprechen. Oder sich verfluchen oder irgendwie, du kannst ja wirklich einen Fluch auf jemanden drauf sprechen und du weißt gar nicht, was du da sagst. Dann sind die jetzt permanent, brauchen die immer irgendeinen Befreiungsdienst, weil sie denken, sie sind jetzt von irgendwas, die hätten noch irgendwelche Dämonen in sich. Ja, das habe ich schon oft gehört. Da bizarre Beispiele, da hat mir eine Frau geschildert, sie wollte auch mal Befreiung. Ist in so eine charismatische Gemeinde, sollte sich da auf einen Stuhl setzen. Dann sind erst mal vier oder fünf von der Gemeinde, haben um den Stuhl herum getanzt, fahnenschwenkend und in irgendeiner unbekannten Sprache betend. Die Frau war natürlich mehr als verstört dadurch, ja, und ist dann natürlich nie wieder dahin. Also es gibt da schon frappierende Beispiele. Aber wenn es um so Kauderwelsch geht, es gibt ja auch zum Beispiel bei Kindern, da gibt es auch manchmal so eine Phasen, wo die noch nicht richtig sprechen können. Ich weiß von meinem eigenen Sohn, Kinder machen ja ahmen eigentlich alles nach. Der hat uns immer gesehen und mit dem Handy telefonieren, ne? Und dann hat er mal sein Spielzeugtelefon so genommen und hat dann da auch irgendwelches Kauderwelsch reingesprochen, einfach um uns nachzuahmen. Das war natürlich jetzt keine Lichtsprache oder so, das war halt einfach so ein kindlicher Kauderwelsch.
Kennst du das auch? Ja, aber ja, als Kind bin ich hinten im Auto gesessen und wollte Englisch singen. Ich habe kein Englisch gekonnt. Habe ich halt einfach so getan, als würde ich Englisch reden. Ist natürlich meinem Vater ein bisschen auf den Senkel gegangen. Als Grieche hätte er sich gewünscht, ich würde Griechisch singen. Aber mein Griechisch war etwas begrenzt. Aber ich habe Englisch imitiert. Und so ist ja auch Learning by Doing. Also Kinder lernen Sprache, indem sie es imitieren. Nur, also da findet jetzt kein Download statt, aber sie lernen Sprachen durch Imitation. Und die können ja 3 bis 4 Sprachen parallel lernen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Genau. Und so lernt man eben Sprachen. Ich, als ich dann in dem charismatischen Kreis war, dann habe ich mich natürlich daran erinnert, dass ich als Kind im Auto irgendwie so getan habe, als ob, und dachte ich, oh, da habe ich ja damals schon Lichtsprache gesprochen. Schwachsinnig. Ja. Das ist ein bisschen von mir. Genau, hat mir mega was eingebildet. Anyway, also wenn jemand eine Sprache nachahmt, so, um sie zu lernen, man lernt ja auch am allerbesten Sprache. Wenn ich jetzt Spanisch lernen wollen würde, wäre es das Beste, ich höre mir den ganzen Tag Radio, Spanisch Radio, Spanisch Fernsehen und tu erst mal so, als ob. Ich habe auch mit einer Freundin mal, wollten wir in Amazonas und wollten Spanisch erst mal vorher lernen. Dann haben wir halt alles verspanischt, was ging. Wir haben Hungers, Vamos a la Playa und Durstos. Ja. Okay. Ja, okay, gut. Also, wir haben jetzt hier festgestellt, dass diejenigen, die solche Videos machen, auch nicht davor zurückschrecken, hier biblische Vergleiche anzustellen, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, habe ich so den Eindruck, was wirklich Gott und Sprache, was das bedeutet und dass, wenn dann Gott Sprache schenkt, aber gut, wir können ja noch mal weiter reinhören. Das Video geht ja noch weiter. Hören wir uns mal den nächsten Ausschnitt hier an. Ich möchte dir erstmal an einem Beispiel verdeutlichen, was zum Beispiel Seelensprache ist, wie Seelensprache klingt, wie meine Seelensprache klingt und wie eine Lichtsprache klingt, die aus einer ganz anderen Galaxie kommt, die ich vor kurzem ja, erlernt habe oder empfangen habe von einem Sternenvolk der sechsten Dimension. Ja, und das habt ihr am Anfang schon gehört. Das war also hier der Stefan, der hat die ersten beiden Sprachen da gesprochen, die wir ganz am Anfang gehört haben. Also erst seine Seelensprache und dann dieses Tiki Tiki Tiki, das war dann diese Sprache, die er angeblich von einem Sternenvolk aus der sechsten Dimension übermittelt bekommen hat. Ja, diese Eingebungen nimmt man dann eben für bare Münze, wenn man eben noch nicht weiß, dass der Satan sich als Engel des Lichts tarnt und natürlich auch gerne Lichtsprache einem schenkt. Wahrscheinlich sagt man da die ganze Zeit in Wahrheit, kommt her, ihr Dämonen, kommt in mein Haus, kommt in mein Leben. Wahrscheinlich ist das die richtige Übersetzung. Kann das sein? Stell dir mal vor, sprichst du lauter Einladungen aus. Ja, furchtbar, ne? Ist eigentlich gar nicht so lustig, wenn jemand, also das sollte man also auf gar keinen Fall sich drauf einlassen. Da ist ja der Verstand da noch irgendwo ausgeschaltet, weil er weiß ja nicht, was das wirklich bedeutet, was er da sagt, wie man das jetzt übersetzt. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen ausführlicher auf so Sprachengebet zu sprechen. Ja. Und vor allen Dingen, weißt du, steht da auch in der Bibel, Paulus schreibt, wenn du eine fremde Sprache sprichst, dann solltest du sie auch auslegen können. Oder es sollten mindestens 2, 3 Personen dabei sein, die das auslegen können, die sagen, ja, ich habe verstanden. Der sagt, ich setze mich auf den Stuhl und springe dann vom Tisch. Und dann sagt der Nächste, habe ich auch so verstanden. Sitz auf dem Stuhl und spring vom Tisch. Ja, dann ist das bestätigt. Aber bei solchen Lichtsprachen und vor allen Dingen, was ich sehr interessant finde, was er ja auch sagt, die Lichtsprache, die Seelensprache, Entschuldigung, die Seelensprache, die er spricht, ist eine Zusammenfassung aller Seelensprachen sämtlicher Inkarnationen, die er schon hinter sich hat. Wird immer konfuser, immer durcheinander. Also ist auch die Reinkarnationslehre Grundlage, die ja ohnehin nicht existiert, wie wir aus dem Wort Gottes wissen, dass jeder Mensch nur ein Leben hat. Genau.
Jetzt haben wir den Faden verloren. Ja, ich kann da vielleicht mal mit dem Thema Hypnose nochmal reingrätschen, denn das erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass das ja auch den Verstand sogar verwirren soll. Ich hatte ja letztens sogar mal ein Video von Robin Kaiser gemacht, der ist ja auch Psychologe, der kennt diese hypnotischen Tricks, dass man zum Beispiel einen Satz nicht ganz zu Ende spricht, so anfängt, in seinen Meditationen, um einfach den Verstand zu verwirren. Die Frage ist, will Gott, dass wir unseren Verstand verwirren? Soll der Verstand verwirrt werden durch sowas? Das will doch Gott nicht. Gott will doch, dass wir bei klarem Verstand bleiben. Das sagt ja auch, ihr müsst, bleibt nüchtern. Nüchtern bleiben. Nüchtern bleiben, bei Verstand bleiben, weil dann hast du auch Kontrolle. Und in der Hypnose sagt man ja immer, du musst diesen den Kontrolleur umgehen. Sonst kommst du nicht ins Unterbewusstsein rein. Ja. Und der Verstand ist einfach dazu da, er ist ein Wächter. Er ist ein Wächter und er passt auf. Und den sollte man nicht umgehen. Das ist ja auch Und Ziel vieler Meditationen. genau, sich leer machen. Als ich früher noch Sazen gemacht habe, da war das Ziel von dem ganzen Sazen, also kommt aus dem Zen-Buddhismus, dass man einfach nicht mehr denkt. Geht ja gar nicht. Ja, geht nicht, dass das Denken irgendwie aufhört und dann sei man offen für anderes. Ja. Also spielt auch so ein Bereich Gehirnwäsche mit rein, weil da gibt es dieselbe Strategie bei, ist wirklich so, bei auch so in Diktaturen, erstmal das Alte verwirren, das Alte soll quasi gelöscht werden oder umprogrammiert werden und dann kommen die neuen Inhalte, die man dann vermitteln will. Ja. Sorgt man auch für Verwirrung. Jedenfalls bei der Hypnose, da hast du recht, da gibt es auch so Muster, wo du einfach völlig durch, also völlig zusammenhanglos irgendwas erzählst und wenn möglich die Sätze nicht beenden. Ja. Weil der Verstand versucht ja zu verknüpfen. Weißt du, irgendwie so einen Faden dann rausfinden, mitkommen wollen. Und den kannst du echt träge und müde machen. Und dann Genau. schaltet Der kommt dann eben nicht mehr mit. er mit, der schaltet ab und wumms, dann hast du schon den Fuß in der Türe und kannst in das Unterbewusstsein rein eines Menschen und dann. Ja. Das ist dieselbe Strategie wie beim Kurs in Wundern. Da soll man auch erstmal alles vergessen. Alles ist Illusion, alles ist Maya. Und dann soll man immer neue Inhalte immer so rezitieren, immer 10-mal irgendwie sagen, der Papierkorb da hinten, das ist in Wahrheit ein Bleistift oder so ähnlich, ja. Wenn du das 100-mal dir vorsagst, dann glaubst du es irgendwann, ja. Wirklich? Ja, ist ja alles Illusion. Gibt es ja im Hinduismus auch. Ist alles Illusion. Der Baum ist eine Illusion. Du bist eine Illusion. Das ist eigentlich alles gar nicht wirklich richtig. Ja. Echt. Gut, das wäre allerdings natürlich jetzt ein anderes Thema. Wir haben Oh, und jetzt dann darf ich gehört. noch, nur ganz kurz, und dann sagt eben Paulus noch in den Korinthern, denn wenn ich nicht verstehe, was du da sagst, wie soll ich denn da ein Amen drauf sagen? Und ein Amen heißt, so sei es. Ja, dann gibst du auch deine Zustimmung dazu. Jetzt reden die alle in fremden Sprachen und in gechannelten Sprachen und alle sind, oh, ja, das repariert gerade meine DNA, gechannelt von den Plejaden. Und sagst ja dazu. Weißt aber nicht, wozu du da ja sagst, deine Zustimmung gibst. Ja, weil du Paulus erwähnst, der sagt ja auch, ich habe gewiss mehr in Sprachen gebetet als ihr alle. Natürlich, weil Paulus war ein Missionar, der war auf großen Missionsreisen, hat natürlich viel mehr Menschen erreicht mit dem Evangelium, hat in deren existierenden Sprachen gebetet, um die zu erreichen. Deswegen hat er auch mehr in Sprachen gebetet als die anderen. 1. Korinther 14. Und in 1. Korinther 14 geht es eben auch um existierende Sprachen. Wo nur der, also wenn die anderen das zum Beispiel jetzt nicht verstehen, dann erbaut sich nur der Redner selbst. Heißt es auch in 1. Korinther 14. Das heißt, wenn, dann bräuchtest du einen, der das übersetzt, einfach. Ja. Ja, deswegen sagt er auch, ich will gar nicht, dass ihr so viel in Sprachen redet, lieber Weissagungen, das ist besser für euch. Lieber rede ich 5 Worte mit dem Verstand als 1000 Worte in einer Sprache. Gut, man kann sich selber damit erbauen, weil man selber versteht es ja. Also zur Selbsterbauung kann man so eine unbekannte, für einen selbst unbekannte Sprachen
reden, die man, aber die trotzdem existieren, die man eigentlich nicht gelernt hat quasi. Das kann der Heilige Geist, natürlich kann das schon verursachen, aber es sind halt nie nicht existierende Sprachen, die es halt überhaupt gar nicht gibt. Der wird ja auch oft in der Charismatik angenommen. Und dieses Auslegen ist halt letztendlich einfach nur ein Übersetzen. Und er sagt ja auch, wenn mein Gegenüber nicht versteht oder die Leute, also wenn ich jetzt zu einem bayerischen Volk Japanisch rede, dann verstehen die mich nicht, da verstehen mich die Bayern einfach nicht. Dann spreche ich Geheimnisse, die Gott versteht. Gott versteht ja mein Japanisch, aber die Bayern verstehen mich nicht. Ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in der Charismatik halt verwechselt wird und denken, ja, ich spreche Geheimnisse mit Gott, wenn ich in einer Sprache spreche, die niemand versteht. Da ist das ganz anders gemeint. Er sagt, du sprichst schon Japanisch, aber es versteht keiner, außer Gott, weil von Gott kommen ja die Sprachen. So was nützt es mir? Außer, dass es vielleicht zu deiner eigenen Erbauung dient, weil du sprichst ja wunderschöne Geheimnisse, Gottes Geheimnisse aus, die niemand versteht, nur du. Ja, genau. Das ist dann die Selbsterbauung. Selbsterbauung. Das steht auch so in der Bibel drin. Wenn sich da jemand selbst erbauen will, dann wird er dadurch selbst erbaut, aber es nützt den anderen halt nichts. Ja, das macht Paulus hier in diesem Kapitel klar. Deswegen sagt er, dann macht lieber Weissagungen in der normalen Sprache, die jeder versteht. Das ist höher zu achten und besser, als wenn da jetzt jemand sich nur selber erbaut mit einer Sprache, die nur er versteht. Das ist ja auch diejenigen, die eine Seelensprache und eine Lichtsprache und eine kosmische Sprache und eine Herzenssprache und ich weiß nicht, was für Sprachen die noch sprechen, die erbauen sich alle nur selbst. Die sitzen vorab vor dem Publikum und sprechen plejadisch und fühlen sich wohl dabei, aber die anderen haben nichts davon. Selbsterbauung. Stolz kommt dann auch noch dabei raus. Ich kann das, ihr nicht. So wie er dann sagt, oh, es ist ganz schwierig, ja. Also so eine Seelensprache, das muss sich so mit der Zeit entwickeln. Da braucht es ganz viel Erfahrung dazu. Das kann man nicht Kann so man lernen. nicht lernen, genau. Es gibt kein Grammatikbuch dazu. Dann kannst der eine vielleicht besser oder weniger besser. Vielleicht strengst dich nicht genug an. Vielleicht hast du noch nicht genügend Inkarnationen hinter dir. Ja, eigentlich ist es sehr ernst, diese Sache, aber manchmal muss man schon ein bisschen schmunzeln. Mich erinnert es auch, dass Jesus Christus ja auch sagt, was aus deinem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Da könnte man eigentlich auch sagen, dass bei solchen unbekannten Sprachen kommt es ja auch aus dem Mund heraus. Zunge, Glossa, ne? Da gibt es ja im Griechischen, das habe ich jetzt letztens erst nachgeschlagen, zufällig, jetzt habe ich ja eine schöne Elberfelder Bibel hier mit Konkordanz und allem Möglichen, mit Sprachschlüssel. Also es gibt auch heute noch ein Wort im Griechischen, das heißt, also kannst du bei jemandem so, also es heute mal nicht, ein Ausdruck, das heißt Mori. More. Wo ist die Stelle, wo Jesus sagt, also wenn du deinen Bruder Raka nennst, Dummkopf, ist nicht schön, solltest du nicht tun, aber schlimmer ist es noch, wenn du ihn, jetzt kommt das griechische Wort, more, nennst. Und das ist der absolute, also das ist quasi in der Übersetzung gehirnloser Mensch und gottlos. Und ich hatte dieses Wort, ich hatte nie so einen ernsthaften Bezug zu dem Wort und habe das schon ab und zu. Man ruft sich so zu, hey, also anstatt man sagt, hey du, komm mal, wie geht's dir? Und dann rufst du dem anderen, hey Mori, dir gar nichts. In Ja, Bäsch. Griechenland. Ja. Nur, und dann sagt mir eine, und es war auch noch eine Rumänin, die Griechisch gesprochen hat, sagt sie, weißt du eigentlich, was das Wort bedeutet? Du beleidigst mich total. Und ich, echt? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein hey du. Jetzt habe ich die Bedeutung lesen dürfen, was More eigentlich heißt. Und es ist echt ein schlimmes, böses Wort. Und ich Und vermute mal, das gilt auch für diese ganzen Lichtsprachen. jetzt lass mal jemanden lichtspracheln und hat ständig dieses Wort damit drinnen. Oder ein ähnliches, ja. Ja, das ist ja meine Vermutung, dass man wahrscheinlich da mit den Satan anbetet oder anruft oder sich verflucht gegenseitig, dass das in Wahrheit solche Sachen sind oder sich Volltrottel nennt die ganze Zeit und
die Dämonen in der geistigen Welt, die lachen sich kaputt, dass sie Menschen dazu gebracht haben, so einen Unsinn von sich zu geben. So, aber ich hätte gesagt, machen wir mal jetzt weiter hier auch mit diesem Video. Da haben wir noch ein paar Ausschnitte vor uns. Machen wir das nächste jetzt hier direkt. Die geistige Welt ruft auch immer wieder dazu auf, offen zu bleiben für diese Kontakte, für die Vernetzung von den Galaxien, für die Verschmelzung des Universums. Und diese neuen Sprachen, die zu uns kommen, sind also auch wichtig für die Entwicklung, für nicht nur für deine Entwicklung, sondern auch für die Vernetzung im Universum insgesamt. Ja, also was sagt man dazu? Ja, ich finde das, ich finde es unverantwortlich eigentlich, aber er weiß es nicht besser. Sich Türen offen zu halten für kosmische Energien, heißt das eigentlich, ja, für, ja, mach Tür und Tor einfach auf, lass alles in dich hinein, was nur geht, was du dann auch nicht mehr kontrollieren kannst. Ja, was ich halt in der Lichtarbeit auch gemacht habe, da Türen geöffnet, von denen ich nicht wusste, was dahinter ist. Und angeblich braucht man das unbedingt, wurde jetzt hier gerade gesagt, das ist wichtig auch für das ganze Universum. Und damals in der Lichtarbeit war ja auch jeder so wichtig, jeder Lichtarbeiter hatte ja da auch eine ganz wichtige Aufgabe und eine Mission. Man sah sich als im Dienste des Lichts zu helfen beim Aufstieg in eine höhere Dimension zusammen mit anderen Lichtarbeitern und Mutter Erde. Ja, ich habe es früher auch geglaubt. Ich kann das nicht mal jemand übel nehmen. Ich habe das den ganzen Käse auch geglaubt. Lichtsprachen waren damals noch nicht so in, deswegen, das habe ich jetzt erst wirklich in letzter Zeit so erfahren, dass das immer mehr aufkommt, immer mehr Videos zum Thema Lichtsprachen oder Seelensprachen. Aber sie sollen ja auch neu sein, hat er auch gesagt. Das sind die jetzt neu zu uns kommen. Ist für mich eigentlich auch so ein Zeichen, dass Jesus Christus immer näher kommt, weil Gott sich das nicht mehr so lange gefallen lässt. Wahrscheinlich wird er da ja auch, naja, Gotteslästerung, ne, wird da betrieben. Ja, also ich würde das Risiko nicht eingehen. Ich würde jetzt, weißt du, ich will die Charismatiker oder die Pfingstler, ich meine, das sind wirklich, sie lieben Jesus. Gar keine Frage, die lieben wirklich Jesus Christus. Und sie lieben Gott. Aber irgendwo lassen sie sich halt da auch fehlleiten. Ich meine, ich war ja selber da drinnen. Und lieber, so wie Petrus sagt, wie Paulus sagt, lieber spreche ich weniger in Sprachen und lieber spreche ich drei Worte mit Verstand. Fünf, aber egal. Bitte? Was? Fünf. Lieber fünf Worte in einer Sprache, die ich, also lieber zu wenig als zu viel und unkontrolliert, ja. Oder? Ja, das will ja was heißen, ne? Dass da so eine Gewichtung gemacht wird, auch im Wort Gottes. Das beachten ja eigentlich alle, die in den charismatischen Gemeinden sind, überhaupt nicht. Paulus sagt ja, und Gott sagt ja somit durch Paulus, sie sollen eigentlich lieber weissagen und sollen, wenn, dann sollten auch Übersetzer dabei sein. Aber in einem möchte ich dir auch recht geben, das sind teilweise auch sehr liebe Geschwister. Wir waren jetzt in einem evangelistischen Einsatz auch, wo auch einige dabei waren, wenn es ums Evangelium geht, kann man da auch mal zusammenarbeiten, solange halt dann jetzt nicht gleich Hände aufgelegt werden oder in Sprachen gebetet wird, sage ich jetzt mal, ja. Die meisten lieben Jesus, wie du schon gesagt hast, ja, aber haben halt einfach so diese komischen Sachen mit drin. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ich war ja auch ganz am Anfang in der Pfingstgemeinde, deswegen kenne ich das auch so ein bisschen. Ich fand das toll, was, echt, da kann ich ja anstatt Reiki, darf ich ja trotzdem die Hand auflegen und dann darf ich im Namen Gottes oder im Namen Jesu Christi da Heilung runterbeten und die Hand auflegen und das Bein länger werden lassen. Da habe ich mir dann den Todd White angeschaut und war, oh ja, ich auch, bloß raus auf die Straße, Menschen ansprechen, darf ich mal eben dein linkes Bein verlängern, voll motiviert. Und wollte das unbedingt machen oder, also Dämonen austreiben, da war ich jetzt nicht dabei, so im Befreiungsdienst. Habe ich mir aber auch einiges angeschaut, war völlig fasziniert, dachte ich, boah, das steht auch noch auf meiner Liste, ich muss mich auch noch irgendwie befreien lassen. Auf
der Agenda. Da ist bestimmt noch von meinen 365 Besetzungen, die ich damals vor 20 Jahren hatte, bestimmt noch eine übrig geblieben. Die muss noch raus. Ich hatte halt irgendwie dann, dachte ich, ja, das ist, hat jetzt alles so einen grünen Stempel. Ja. Jetzt bin ich so der blaue Engel quasi. Ja, alles, was ich in der Esoterik gemacht habe, darf ich jetzt mit Gottes Vollmacht machen und proklamieren und segnen, was das Zeug hält und was weiß ich, alles das, ja, schade. Ich habe, weil du es gerade erwähnt hast, es war in der Pfingstgemeinde auch genau dasselbe, zwar von Billy Smith, statt den, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, den du erwähnt hattest, aber da ging es auch so um Beine verlängern und so. Todd White. Todd Ted White. Und da gibt es halt, ich meine, es sind auch jetzt nicht alle so. Es gibt so wirklich so Extrem-Charismatiker, so Stefanie Vohwinkel, würde ich mal sagen, wo ich wirklich mich frage, geht das wirklich noch mit rechten Dingen zu? Ist das wirklich der Heilige Geist? Da kann ich, also da wurden mir schon Sachen berichtet, das ist jetzt heute nicht so ganz unser Thema. Aber die allermeisten, glaube ich schon, die lieben wirklich Jesus Christus aufrichtig und sind halt einfach, haben halt einfach so ein paar Missverstehen, so ein paar biblische Aussagen irgendwie und fühlen sich aufgerufen, beispielsweise jetzt in Engelssprachen, wie es auch manchmal genannt wird, dazu sprechen. Naja. Also, und die klingen dann teilweise genauso, haben wir ja vorhin ganz am Anfang so ein Beispiel gehört. Das klang dann genauso wie diese Lichtsprache von dem Stefan, dem wir am Anfang gesehen haben. Ja, weil wir schon bei dem Thema sind. Achso, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Den Zusammenschnitt, den du gemacht hast, wo dann alle Sprachen zu hören waren auf einmal. Und so hört sich das dann wirklich an, wenn du in so einer Frei, also wenn viele zusammen sind, die in Sprachen sprechen. So hört sich das dann an. Ja, genau, deswegen haben wir das mal mit reingenommen. In der Gemeinde, in der ich war, diese Pfingstgemeinde ganz am Anfang, da kannte ich mich noch nicht so aus. Ja, da war, nach meiner Bekehrung bin ich erstmal in so eine Gemeinde geraten, wo ich mich als Ex-Lichtarbeiter natürlich wohlgefühlt habe, weil da war so ein ähnlicher Geist. Genau. Da haben sie auch alle durcheinander gebrabbelt. Also angenommen, man sollte wirklich in Sprachen beten. Nehmen wir mal es ruhig an, dass Gott uns dazu aufrufen würde. Dann fehlte da aber trotzdem immer noch der Ausleger. Da haben alle zusammen, also natürlich nur die, das konnten, ne? Die anderen, die es nicht konnten, nee, natürlich nicht. Die standen dann betreten daneben und waren traurig, dass sie es nicht können. Ja, selbst da verstoßen sie dann wiederum gegen Gottes Gebot, weil der Ausleger einfach fehlt. Naja, gut. Gut, jetzt Und das, aber. diese Prophetie ist das übrigens auch genauso. Ja, es sollte immer ein, zwei Leute dabei sein, die diese Prophetien bestätigen können. Steht so in der Bibel. Wäre zumindest empfehlenswert. Aber weil wir jetzt schon bei dem Thema sind, da gibt es nämlich ein interessantes Experiment, das der Stefan jetzt auch uns schildern wird im nächsten Ausschnitt. Dann würde ich sagen, schauen wir da auch jetzt mal rein. Und wir schauen uns jetzt mal ein interessantes Experiment an, das ein Arzt namens Newberg durchgeführt hat, und zwar an Mitgliedern von charismatischen Gemeinden. Charismatische Gemeinden tragen die Tradition, die biblische Tradition der Zungenrede in die heutige Zeit rein und die beten in, sie sagen Zungenrede, Zungengebet dazu. Ich würde sagen, Seelensprache, Lichtsprache, ist auch egal, wie man es nennt. Auf jeden Fall beten die in ihren Gottesdiensten auch im Kollektiv, jeder in seiner Zungenrede. Und man hat einige Mitglieder von so einer Gemeinde gebeten, mal an einem Experiment mitzumachen. Und da ist was Interessantes rausgekommen. Man hat sie gebeten, erstmal zu beten, das normale Vaterunser in ihrer Landessprache. Und dann hat man sie gebeten, einfach ein freies Gebet zu sprechen in Zungensprache, in Seelensprache, in Lichtsprache, wie auch immer du es nennen möchtest. Und man hat gesehen, dass sich die Hirnaktivität total verändert hat bei dem einen und beim anderen. Als sie das Vaterunser gebetet haben, war das Sprachzentrum, das sitzt im Frontallappen, vollkommen aktiviert und aktiv. Also mit Verstand. Genau. Und als sie
in Lichtsprache gesprochen haben, in ihrer freien Gebetssprache, da war das Sprachzentrum mehr oder weniger vollkommen deaktiviert. Ja, und jetzt haben wir genau das Gegenteil. Bei der Lichtsprache ist dann der Verstand ausgeschaltet, das Sprachzentrum deaktiviert. Und die Hirnaktivität ist in einen ganz anderen Hirnlappen gewandert, und zwar in den Parietallappen. Und das ist deswegen interessant, weil der Frontallappen und der Parietallappen vollkommen unterschiedliche Funktionen haben. Der Frontallappen ist für den Willen zuständig, für Kontrolle, und der Parietallappen eher für die Wahrnehmung. Da sind auch Hirnareale aktiv, wenn es um außerkörperliche Erfahrungen geht und so weiter. Also eine ganz andere Nummer und eine ganz andere Ausrichtung. Für dich ist wichtig zu verstehen, dass Seelensprache also nicht mit dem Willen zu steuern ist. Du kannst sie nicht lernen, wenn du sie lernen willst in der Art und Weise, wie man Sprachen normalerweise lernt. Das Sprachzentrum ist nicht aktiv, das heißt, man kann sie auch nicht lernen in der Art und Weise, wie man eine Fremdsprache lernt. Es ist also in der Hauptsache der Verstand, der im Weg steht, um Seelensprache, um Lichtsprache zu sprechen und zu lernen. Ja, soweit erstmal das. Der Verstand steht uns also sogar im Weg, sagt er. Stört. Kann das der Wille Gottes sein? Nein, natürlich nicht. Gar nicht. Aber ich komme gleich mal drauf zu sprechen, bevor ich es jetzt vergesse, was mir jetzt aufgefallen ist. Das Sprachzentrum wäre nicht aktiv. Also wenn das Sprachzentrum nicht aktiv ist, dann kommt gar nichts raus. Ja. Also ich meine, das ist ganz viel Blablabla, was er da von sich gibt. Und Bur, Bur, Bur. Und Barbarbar? Barbar. Ein Barbar. Kommt da der Barbar auch her? Genau. Wirklich? Ja, ja. Weil, also in der griechischen Sprache, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, oh, die hat so viel, die redet in einer Tour, dann machst du, die macht Bur, 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 Bur. Das geht, Bur, Bur, Bur. Und damals in der Antike war das so, die haben ja die Fremdsprachen nicht irgendwie versucht nachzuahmen, haben gesagt, also der ist und der spricht nur bar, 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 bar. Das war das Nachahmen von Fremdsprachen. Und daraus ist das Wort Barbar entstanden. Aha. Barbar ist der Ausländer. Jetzt, was mir so ein bisschen fehlt bei ihm, nach diesem, von dieser charismatischen Gruppe, von wahrscheinlich 5 bis 6 Personen, mehr waren es ja nicht. Was ist denn jetzt da eigentlich rausgekommen? Was ist denn jetzt der Unterschied? War das jetzt besser oder schlechter, das Ergebnis, mit Frontallappen oder Parietallappen? Na, ich würde sagen, das Vaterunser, das war auf jeden Fall die beste Lösung. Das hat man ganz normal mit seinem Verstand gesprochen. Wenn ich den Vater etwas bitte, Vater, unser tägliches Brot gib uns heute beispielsweise, da kann ich ja zu Gott jetzt hier nicht schlecht bar, 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 bar oder sowas sprechen. Das wäre ja völlig unmöglich, es so zu tun, sondern wenn ich um das tägliche Brot bitte, dann bete ich so, dass ich um das tägliche Brot bitte mit meinem Verstand. Und mein Sprachzentrum war auch aktiv, oder? Ja, ist jetzt natürlich, wenn ich bete, beten ist sprechen mit Gott, dann brauche ich mein Sprachzentrum schön aktiv. Wie soll ich sonst zu Gott sprechen oder beten? Nie hat Gott gesagt, wir sollen jetzt irgendwie, dieses Sprachzentrum soll ausgeschaltet werden und wir sollen dann jetzt einfach mal so irgendwie bla 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 bla, ja, zu Gott sprechen. Also ich weiß nicht, ob man Gott so auf diese Art und Weise ehren kann. Ja, jedenfalls fehlt mir so ein bisschen das Ergebnis. Was ist jetzt da besser, schlechter? Also klar, also vom Biblischen her, natürlich ist es besser, die Kontrolle zu behalten. Aber eigentlich, die ganze Untersuchung bringt jetzt was? Gar nichts. Oder? Wie siehst du das? Naja, das höchstens, das bewiesen ist, dass bei der zweiten Variante irgendwas nicht mit rechten Dingen zu tun haben kann, wenn das Sprachzentrum da deaktiviert wird. Was irgendwie ein unnatürlicher Zustand ist, wenn ich bei Wachverstand bin. Ich weiß nicht, wie das jetzt nachts ist, wenn man träumt. Ich bin jetzt kein Neurologe oder so. Aber es zeigt mir doch, dass das eben nichts Gutes ist, sondern es geht eher in die andere Richtung.
So wie in der Meditation. Ich könnte mir vorstellen, dass so ähnliche Sachen auch im Gehirn passieren, wenn man seinen Geist entleert. Das soll ja da auch bei vielen Spielarten der Meditation gemacht werden. Dann wird man aufnahmebereit natürlich für andere Botschaften. Ganz klar, du hast es vorhin diesen Wächter genannt, der da fehlt, ne? Der passt da eben auf. Und wie oft, du hast es vorhin erwähnt, den Verstand zu verlieren. Was passiert denn da, wenn du den Verstand verloren hast? Dann hast du ja echt eine volle Psychose. Ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber wenn jemand sehr viel Alkohol getrunken hat, dann ist auch irgendwas mit der Sprache nicht mehr ganz richtig. Dann lallt man. Keine Ahnung, ob das jetzt dieser Frontallappen, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber und manchmal klingt ja auch dieses Zungengebet, auch diese Lichtsprache, klingt auch wie ein Lallen. Ja, wie ein Betrunkener, der hat dann in dem Moment auch seinen Verstand verloren. Nicht ganz, aber Alkohol wirkt ja auch aufs Gehirn. Da bist du nicht mehr Herr deiner Sinne, kannst nicht mal mehr vernünftig geradeaus gehen, siehst plötzlich alles doppelt und dreifach. Da hast du auch irgendwo so eine Einschränkung plötzlich in deinem klaren Denken. Ja. Genau. Der Unterschied mit der Kontrolle und mit der Wahrnehmung, die er sagt, ja. Der eine Lappen ist für die Kontrolle da und der andere Lappen ist dann für die, da wird dann die Wahrnehmung irgendwie so, kommt dann mehr, so, wird da mehr aktiviert. Das hat man ja dann auch so eigentlich überall im Spirituellen, in der Esoterik, auch bei den Charismatikern müssen wir es jetzt wieder hernehmen. Die sind ja so was von im Fühlen und im Spüren und im Wahrnehmen. Davon steht nicht ein einziges Wort in der Bibel. Nee, ne? Stimmt. Jetzt, wo du sagst, dass wir irgendwie irgendwas spüren sollen oder so, dass wir aufs Fühlen achten sollen, so nach dem Motto, was sich stimmig für dich anfühlt, das muss richtig sein, ne? Steht nirgendwo. Oder dass wir nur immer dem Herz folgen sollen. Ich glaube, bei Jeremia steht, dass das Herz des Menschen ist trügerisch. Es ist trügerisch. Das Gefühl kann uns täuschen. Genau. Naja, aber ich könnte jetzt auch mal ein bisschen erklären, wie Gott eigentlich den Verstand definiert. Das wäre gut. Das ist nämlich wunder, wunder, wunderschön. Da habe ich eine super schöne Stelle in der Bibel gefunden für diejenigen da draußen, die gerne Bibelstellen hören. Und zwar unter dem Motto: Vom Bösen weichen kann man nur mit dem Verstand. Und da möchte ich dann ganz gerne drauf eingehen, warum das so ist. Wo hast du das genau gelesen? Im Alten Testament wahrscheinlich. Ja, ich bin dann ja genau, im Alten Testament, in Hiob 28, Vers 12 bis 28. Da hat ja Gott selber ein Zwiegespräch mit Hiob und erklärt ihm damals so ein paar Sachen. Und das beginnt so. Und zwar eingehend auf, was ist denn der Verstand? Der Verstand ist eine Form, also ist die Form von Weisheit und Einsicht. Das ist die Definition vom Verstand Gottes. Definition von Verstand ist Weisheit und Einsicht. Das hat man eingangs schon mal gesagt. Okay, ich lese mal vor. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir und das Meer, sie ist nicht bei mir. Und jetzt kommt, ich möchte es ein bisschen überspringen, also wie wertvoll Verstand ist. Sie ist nicht zu ver du kannst sie nicht mit Silber, nicht mit Feingold, nicht mit Silber aufwiegen, nicht mit Gold von Ophir. Sie ist köstlicher als Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommt nicht an den Verstand heran, aber Glas war ja früher ein ganz wertvolles Medium, ja. Nicht so wie heute Altglassammlung. Nicht mal Korallen und Kristalle, gelten nichts gegen sie. Und jetzt kommt ein wunderschöner Satz. Und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topas aus Kusch, das ist Äthiopien, ist ihr nicht zu vergleichen. Mit reinem Gold wird sie nicht aufgehoben. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört.
Gott hat Einsicht in ihrem Weg und kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter den Himmeln ist. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug, weil ich finde das so spannend. Kleiner Ausflug, wo man den Verstand einfach auch brauchen kann, ja? Als er dem Wind sein Gewicht gab, wie viel tausend Jahre alt ist das? Der Wind, das heißt die Luft, der Sauerstoff, hat ein Gewicht. Und zwar ein Kubikmeter Luft bringt ungefähr 1,3 Kilogramm auf die Waage. Das ist da schon in Hiob beschrieben. Eines der ältesten biblischen Bücher. Yes. Und er hat das Wasser abgewogen mit einem Maß. Heißt, das Wasser hat eine Dichte von 1,0 Gramm pro Kubikzentimeter. Also es wiegt was. Ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Und, weiter geht's im Text, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte, weißt du, was das ist? Was da angesprochen wird? Nee. Der Wasserkreislauf. Ah ja. 1887 quasi definiert. Noch gar nicht mal so lange her. Steht im ältesten Buch der Bibel. Mhm. Und dem donnernden Unwetter seinen Weg. Da beschreibt er auch, dass es eine Entstehung von Unwetter gibt. Kommt nicht einfach so. Hat auch eine Entstehung. Also das alles mit Verstand. Der Verstand ist so wertvoll, der ist so wichtig, um das alles begreifen zu können. Und danach schließt dieser Abschnitt ab mit siehe. Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Wir brauchen den Verstand, um vom Bösen weichen zu können. Mhm. Und wenn wir den an den Nagel hängen, ja, dann sieht es schlecht aus, dann fangen wir auch irgendwann an, vielleicht in Lichtsprachen zu reden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass so eine Gefahr besteht. Hast du ja sehr schön zitiert. Ja, der Verstand ist einfach etwas von Gott Geschenktes. Wie wir ganz eingangs schon gesagt haben, soll man jetzt auch nicht ihn zum Nonplusultra erheben und eigene Klugheit über Gott stellen. Also man soll jetzt auch nicht zu sehr auf den eigenen Verstand achten, in dem Sinne, dass man denkt, man kann es auch ohne Gott besser, also man kann es besser als Gott, das ja. Aber ansonsten ist der Verstand wunderbar, uns von Gott geschenkt worden. Sonst könnten wir nicht hier miteinander vernünftig reden und die Wunder Gottes erkennen in der Schöpfung und den Wasserkreislauf erkennen. Habe ich jetzt wieder was gelernt? Oder die Entstehung von Unwettern. und das Luft, was wiegt, das wissen wir schon aus der Schule, aber das stand im Buch Hiob, was irgendwie, manche sagen, es ist sogar älter als die Bücher Mose, ist man sich jetzt nicht ganz sicher, aber viele tausende Jahre her. Ja, das ist also auch schon mal wieder so ein Zwischenfazit, dass davor gewarnt werden sollte, sich auf irgendwelche Lichtsprachen oder Seelensprachen einzulassen. Die gibt es einfach nicht. Gott gibt das, Gott gibt Sprachen, Gott gibt auch auch Namen, da kommen wir aber gleich aber noch dazu. Aber es wird alles immer mehr, ich weiß nicht, ob immer, es wird immer schlimmer. Jetzt habe ich sogar letztens ein Video gesehen, dass es jetzt sogar energetische Kleidung gibt. Ja? Da muss ich auch mal überlegen, ob ich da ein Video dazu mache. Kleidung, dass man in der Spiritualität überall Energien sieht, das ist ja klar. Meridiane und so, das Lichtarbeit ist ja letztendlich Energiearbeit. Aber da kriegst du immer wieder was Neues auch zu hören. Wie jetzt zum Beispiel energetische Kleidung. Ist naja. Das nicht eine Wäsche, energetische Kleidung? Ja, da gibt es so ein Video mit einer Schneiderin. Das, wie gesagt, das gehört jetzt hier nicht so mit rein. Aber die sagt eben auch, dass auch Kleidung energetische Eigenschaften haben kann. Und es gibt ja auch Energiefriseure. Da kenne ich sogar jemand persönlich, der das früher mal war. Ein Energiefriseur. Also es gibt da Sachen, die gibt es gar nicht, ja. Es gibt einen energetischen Haarschnitt, das sind die Naturfriseure. Ja, aber wirklich, sie hat mir das mal erklärt, dass man da, da spricht man auch nicht. Normal unterhältst dich ja so ein bisschen mit dem Friseur da, nicht? Das,
Der eine konzentriert sich so auf, was er sich wünscht, ist wie manifestieren. Und sie als Friseurin hat dann auch zum Universum irgendwie gebetet, dass das, was der Kunde sich da gerade wünscht, dass das sich auch wirklich manifestiert. Also kurios, ja, aber gibt es alles, ja. Und. Wobei ich muss sagen, ich hatte auch eine Bekannte, die war Naturfriseurin. Die hat Haare schneiden können, das war ein Traum. Naturfriseurin ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Super. Und ich war in ihr Laden, gab es keine anderen Kunden. Also dieses typische, ne, ja, heute aber die Nachbarin und war vollkommen ausgeschalten. Es war so schön, mal nicht zu reden. Haare waschen im Liegen. Kopfmassage. Dann steh mal auf, schüttel dich. Beug dich nach vorne, setz dich wieder hin. Also ich sag's dir, meine Haare, die haben gesessen wie ein Einser. Aber dieses energetische Haareschneiden ist dann, war dann schon verbunden mit, such dir mal einen Kittel aus, in welcher Farbe du den haben willst. Aber mir war es wurscht, dann habe ich gesagt, den nimm den gelben. Aha. Also, aha. Sag ich was? Aha. Ja, gelb. Heute ist Mittwoch. Gelb, Das interessant. Gelbtag, okay. Okay, und dann hat es mir noch Karten gegeben, dann durfte ich eine Karte ziehen. Das Motto des Tages, das ist dann das Motto für den Haarschnitt gewesen. Ja, und dann gab es dann Energie, ja klar, Haarspray oder Sp die Aura wurde gereinigt und die Aura wurde ausgestreicht. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so arbeitet. Es gibt einige, die aufgehört haben, energetisch zu arbeiten, aber sie sind wirklich gute. Ja, die Friseurin, die ich da kenne, die macht das auch weiterhin, ist auch bestimmt eine Spitzenfriseurin, ist weiterhin Naturfriseurin, hat halt das Energetische jetzt da weggelassen. Ansonsten die anderen guten Sachen, die wird sie schon noch beibehalten haben. Gegen die ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Ja? Also das ist hier nichts gegen Naturfriseure, im Gegenteil. Aber energetischen Haarschnitt, da wäre ich vorsichtig. Ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Ich hatte jetzt vorhin schon mal so ganz kurz erwähnt, dass Gott auch Namen schenkt. Da hätten wir noch einen kleinen Ausschnitt. Ich spiele es einfach mal jetzt hier ab. Damit ist es auch der letzte Ausschnitt. Die Seele möchte erstmal in dir wieder Fuß fassen und dann geht das Tor auf zu einer Öffnung für alle möglichen Sprachen und auch für alle möglichen geistigen Kontakte. Vielleicht kann ich da schon mal kurz reingrätschen. Also man öffnet die Seele und man öffnet ja so eine Tür, hat er ja so im Prinzip auch gesagt, für das Spirituelle. Hast du das auch so verstanden? Öffne Tür und Tor. Man Also öffnet ganz Tür und Tor. öffne Tür und Tor für die geistigen Kontakte. Wir müssen ja in Verbindung bleiben. Das hat er vorhin auch irgendwie erwähnt. Wir müssen ja, wie hat er das gesagt? Vernetzung. Ja, genau, dass das Universum das auch will und dass man da auf dem Ja. Vernetzungsstand bleiben oder irgendwie so. Ja, und das Gefährlich wird. ist Ganz gefährlich. genau, und das durch solche Sprachen. Also das wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft auch noch verstärkt kommen, dass die dämonische Seite auch jetzt hier immer mehr mit diesen neuen Sprachen kommt. Nachdem ja Starseeds ja so ein großes Thema war schon vor einigen Jahren, dass hier jetzt schon Sternenvölker auf der Erde sind, um uns herum sind, kommen jetzt auch noch deren Sprachen. Ne? Die Frau am Anfang hat ja Sirius, Plejaden, Venus war es, glaube ich, da ins Spiel gebracht. Neben Shiva natürlich dann auch, ja. Ja, also das könnte ein neuer Trend sein, da müssen wir echt drauf achten. Es ist brandgefährlich. Also die Türen, die man da öffnet, das sind keine guten Türen. Obwohl die Türen selber, aber das, was dahinter ist, ja, das ist die große Gefahr. Außerdem gibt es ja nur eine Tür. Jesus, ja. Er ist die Tür und wer durch sie hineingeht, der kommt zum ewigen Leben. Und auch vor allem auch wer anklopft an die Tür, dem wird Einlass Amen. gewährt. Genau. Amen. Aber jetzt machen wir das noch ganz schnell zu Ende von ihm hier. Sehenssprache ist sozusagen ein Universalschlüssel für Medialität. Und So, das ist jetzt nochmal der Universalschlüssel. Das mit den Namen kommt auch. Ich sollte sagen, machen wir das gleich mal in einem Abwasch. Ich spiele das nochmal ab. Das ist nur ganz kurz nämlich. in diesem besonderen Zustand, und ich möchte gar nicht mal sagen besonders, sondern in diesem natürlichen Zustand, aber es ist ein wunderbarer Zustand, deswegen auch besonders. In diesem Zustand ist es auch ganz leicht, deinen Seelennamen zu erfahren.
Gut, fang mal, also davor erstmal noch vielleicht das mit dem Universalschlüssel und dann kann man mal so langsam auf die Seelennamen. Also Universalschlüssel, da kommt ja auch wieder so Universum, und das war ja auch früher so unser Ziel, auch als Lichtarbeiter Mutter Erde und dem Universum zur Verfügung zu stellen. Und diese Sprachen sind also ein Schlüssel dafür sogar, wird hier gesagt. Ja, das ist also nicht nur irgendwie so ein Zeitvertreib, mal so aus Spaß, mal so eine Sprache vielleicht sich eingeben zu lassen, sondern da öffnet man auch eine Tür, das ist ein Schlüssel zu etwas. Aber das erinnert mich auch an eigentlich an zwei bestimmten Schlüsseln. Zwei bestimmte Schlüssel in der Bibel. Den Jesus hat zur Unterwelt, Ja. den Und von Petrus, dass er Himmelreich Schlüssel ins zum Himmel. Himmel. Ja. Und das sind die einzigen Universalschlüssel, die es gibt. Und die hat natürlich in Wahrheit Jesus Christus. Das hört sich an, damit kann ich alles aufsperren. Und das zeigt halt, dass Jesus eben alle Macht gegeben wurde. Also er kann. Ist eben Gott. Jesus Christus ist ja der menschgewordene Gott, ja. Das sagt uns das mit dem Schlüssel. Genau, und hier eben in dieser spirituellen Bedeutung, wie es der Stefan gerade gesagt hat. Und dafür muss man warnen. Also da kriegt man vielleicht Schlüssel in die Hand, aber da sperrt man sich die Unterwelt direkt auf damit. Und vor allem man schließt auch seine Seele auf, ja, weil er vorhin auch wieder von Seele gesprochen hat, damit diese dämonischen Mächte auch schön in einen hineinkommen können, einen beeinflussen können und es ist wie eine Einladungskarte. Das ist das Problem. Ja, dann haben wir noch die Seelennamen gehört, das hat er ja auch erwähnt. Er hat so erzählt so ein bisschen, das zeige ich jetzt hier gerade nicht, aber wir so auf manchmal auf Seminaren, dass dann die Teilnehmer dort auch ihre Seelennamen herausfinden. Ich zeige jetzt hier mal kurz einen Screenshot. Davon hat er schön eine Excel-Tabelle auch aufgeschrieben. Da sieht man mal so ein paar Beispiele, die sind auch im Video selber sichtbar. Und wir haben also hier zum Beispiel jetzt Cosmonet. Wir haben einfach mal uns den Spaß gemacht und haben mal so ein paar von diesen Namen tatsächlich auch mal in Suchmaschinen eingegeben und haben da mal so geschaut, ob die wirklich so super neu sind und ob sie vielleicht schon gibt. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ihr seht es, den obersten Namen hier, Cosmonet, das ist tatsächlich ein Duft, ein Parfum. Ja, es ist ein Parfum, spezieller Duft davon, kann man sich kaufen, ist auf so einer Seite für Fragrances und so. Jetzt du. Noritani. Da habe ich einmal gefunden, ist es ein japanischer Name. Und zum Zweiten ist es ein süditalienisches Volksstämmchen, das irgendwie ausgestorben ist. Ja, das habe ich auch gefunden. Die Ureinwohner von Sardinien. Das sind auch die Noritani. Noritani. Die Noritani. Und hier ist es angeblich irgendein Seelenname. Also die meisten Namen, ich habe jetzt nicht alle recherchiert, gibt es halt einfach schon, diese Begriffe. Ja, also dann Vaisiai, oder wie man das ausspricht, bedeutet Frucht in irgendeiner Sprache. Einfach Frucht, zum Begriff für Frucht. Okay. Ich habe noch einen ganz netten gefunden, Shawaii. Da habe ich mein Beauty und Spa gefunden in Alicante in Spanien. Oder, und das fand ich dann sehr, naja, ich weiß nicht, ob ich nach Grilled Chicken, gegrilltes Hühnchen genannt werden möchte, auch Shawaii. Das ist so ein extra rot eingelegtes Hühnchen gegrillt und heißt dann auch noch Magic Chicken. Okay, das ist natürlich sehr bezeichnend. Mategio, den Namen gibt es auch schon. Das ist tatsächlich ein Spielername in dem Computerspiel World of Tanks, Welt der Panzer. Auch ganz interessant. Ich hätte jetzt noch ein erlöschendes Dorf, also ein Dorf, was nicht mehr gibt, nennt man auch Wüstung in Südostböhmen. Es wird immer spannender. Aber welcher Name? Romava. Ach, das kenne ich doch noch in der Schule mit den böhmischen Dörfern. Ist das so eins davon, ja?
Ja, echt? Also. Okay. Ja, und Ja. man kann sich aber auch als Bekleidungshersteller nennen. Den hast du auch rausgefunden. Somani, ja, genau. Das ist ein Textilien und so Kleidungsstücke, genau. Ja, und so geht es halt weiter. Und das ist jetzt nur, wie viel haben wir jetzt? Vier, fünf? Ja, 4, 5, 6. Ich habe auch, wie gesagt, jetzt nicht alle aus der Liste da recherchiert. Aber irgendwie alle, die ich jetzt recherchiert habe, da gibt es die gibt es wirklich schon hier. Und wer weiß, wenn die da ihren Seelennamen empfangen, es kann natürlich auch bei dem einen oder anderen mal sein, die sollten dann ja so quasi reinspüren in diesem Seminar von dem Stefan, um den Seelennamen zu empfangen. Vielleicht hat da auch einer irgendwas verwechselt, der hat diesen Fragrance, diesen Duft einfach mal gehabt, schon mal früher, und dann kam das aus dem eigenen Ich so, dieser Name. Weiß man auch nicht. Könnte Ja, sein, oder spannend. war schon mal in diesem Dorf, in Böhmen. Oder jetzt, ich spiele mir jetzt gerade was anderes durch, ja. Du bist dann in dem Seminar und du sollst in dich reinspüren und deine Gedanken leer machen und dann kommt das alles so automatisch, ja. Und dann kommt dir ein Name Schnuckiputz. Oder, weil das muss ja spontan kommen, ja. Du musst ja deinen Verstand ausschalten, so habe ich das damals auch gelernt. Und es kommt dann so ganz spontan rein. Und das wirklich so, dass du es nicht kontrollieren kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich gehe jetzt so in die Ruhe rein und ich weiß auch schon, ich würde gerne Schnuffi Wuff heißen. Da zieht es mich hin. Und dann kommt so der Moment und dann heißt Schnurzel. Ja, dann bist du der Schnurzel ab sofort. Jetzt, das ist mein Seelenname, Schnurzel. Und ich, Nein, das ist es nicht. Schnurzel? Das ist eine mega Enttäuschung. Und dann tauscht man sich dann hinterher aus. Na, wie war dein Seelenname? Und dann kommt, oh, ich heiße Romaya und Noritani und Romawa. Ich heiße Schnurzel. Ja. Zu mir hat es nicht gereicht. Nee, zu mir hat es da nicht gereicht. Da hast du einfach nicht genug vertraut. Da hast nicht genug geglaubt. Du bist noch nicht weit genug. Deine Schwingungen sind da einfach noch nicht hoch genug. Du musst dann noch ein bisschen an dir arbeiten. Dann gehst du noch mal hin. Dann kriegst du deinen Namen. Ja, ja gut, wenn es nicht so ernst wäre. Manchmal machen wir uns da so ein bisschen lustig. Aber natürlich ist da ein bitterer Ernst dahinter. Und wir haben das Zeug ja auch alles selber früher geglaubt. Ja, in anderem Gewand vielleicht. Also wenn ich so das so aufzeige, ich zeige dann auch immer so ein bisschen auf mich selber, weil ich darf auch kein Deut besser. Selbstironie ist echt die schönste Ironie, muss ich echt sagen. Ich habe das auch alles geglaubt. Weißt du, wie es mich gehungert hat, rauszufinden, wie mein Seelennamen lautet? Also wenn ich mir heute drüber nachdenke, dass so etwas, was so gar nicht existiert, so wichtig wird. Alles dafür geben würdest, nur um deinen Seelennamen herauszufinden. Ja, was kaufst du dir denn dann davon, wenn du einen Seelennamen kennst? Kennen solltest. Was kannst du dir davon kaufen? Ja, ich weiß es nicht, dass jetzt früher auch viele, das war ja auch schon damals in meiner Lichtarbeiterzeit in den 90er Jahren, hatten ja auch schon viele so ihre spirituellen Namen. Ja, da fühlte man sich eben nochmal als etwas Besonderes, so noch besonderer als eh schon, ja. Dann war man halt nicht mehr der Stefan Meyer, so heißt er, glaube ich, oder also so ein Allerweltsname, sondern war dann eben, was haben wir hier bei den Namen, dann ist man halt Minchibaya Hatatugu. Fühlst dich schon Oh. mal wieder doppelt so wichtig wie vorher. Weißt du, und ich meine, das weiß ich schon länger, dass Namen eine Bedeutung haben. Weißt du, wie schön das ist, wenn man einen Namen hat mit Bedeutung? Das liebe ich. Ich frage Menschen gerne, weißt du, kennst du die Bedeutung deines Namens? So bin ich ja auch mal damals gefragt worden. Nee, gefragt. Bei deinem Namen ist es ja relativ eindeutig. Evangelia, also ich wollte, habe es nur so Evangelia ausgesprochen wegen Evangelium. Ich weiß, dass man das Evangelia ausspricht, aber das hättest du ja auch nicht träumen lassen, ne? Dass du einmal zum Glauben an Jesus kommst und dann dein Name für dich eine ganz neue Bedeutung bekommt, oder? Was für eine. Also ich meine, ich bin ja mit einem Drei-Buchstaben-Namen aufgewachsen, mit Efi. War halt einfach kürzer und schneller gesagt. Evangelia oder Evangelia, das war einfach noch, ey, in den 70er Jahren, wer hat schon so geheißen in Deutschland? Und dann noch, wenn dann noch mein Nachname dazu kam, sitzt du hinten bei Sportcheck im Bus und dann wird dein Name aufgerufen. 300 Kinder drehen sich um, weil der Name einfach komisch klingt und ich, oh, lass mich unsichtbar werden. So,
Und dann, aber lange Geschichte, kurzer Sinn, irgendjemand hat mir mal mich darauf aufmerksam gemacht, hey, dein Name, weißt du, wie schön der eigentlich ist und was der für eine Bedeutung hat? Sage ich, ja, frohe Botschaft. Also wer will denn schon frohe Botschaft heißen? Völlig uncool. Und aber das kam dann erst als ich wirklich meinen Namen und lang bevor ich mich bekehrt habe, habe ich meinen Namen angenommen. Und auf einmal, echt, haben die Leute gesagt, oh, ist das ein schöner Name. Oh, ist das, ah, wie kommst du, selbst ausgedacht, sage ich, nein, das ist mein Name, Evangelia. Und wenn du keine Zeit hast, meinen Namen vollständig auszusprechen, dann hast du auch keine Zeit für mich. Das war dann so mein Leitspruch. Okay, also heute ist echt der Name ein Zeichen. Nomen est omen. Ich liebe das Evangelium. Ich kriege gar nicht mehr genug davon. Ja. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag darüber reden und erzählen. Und das Gleiche war mit meinem Sohn, als der auf die Welt kam. Ich dann in dem Entbindungszimmer lag. Da war, oh, und wenn die mich heute hört, echt, preist den Herrn, das war so, das war eine mega Erfahrung mit ihr. Die lag neben mir und hat ein verstaubtes altes Buch gelesen. Wer denn? Eine andere Frau im Ach so. Entbindungszimmer. Und ich dachte mir schon, oh, was ist denn das für ein interessantes, komisches Buch, ganz vergriffen. Und dann frage ich sie und sagte, ja, ich lese die Bibel. Und die war jetzt ein bisschen älter wie ich. Ich habe mit 25 meinen Sohn bekommen. Und dann fragt sie mich, ja, wie heißt denn dein Sohn? Sage ich auch, Immanuel. Oh, sagt sie, kennst du die Bedeutung von dem Namen? Sage ich, nö. Sagt sie, das heißt, Gott ist mit euch. Okay, und da war ich, das ging mir dann all die Jahre durch den Kopf. Durch den Kopf. Und so habe ich das erste Mal irgendwie erfahren, oh, Namen haben echt eine Bedeutung. Danach wurde ich zur Evangelia. Und jetzt durch das Bibellesen, du glaubst gar nicht, also jeden Namen schlage ich irgendwie nach, weil der einfach nochmal in die Tiefe geht. Jeder Name in der Bibel hat so eine Bedeutung und unterstreicht zum Teil nochmal das, was in der Bibel steht. Gott vergibt die Namen. Jetzt kommen wir zu unserem interessanten, zu unseren interessanten Bibelstellen, die wir uns rausgesucht haben. Ja, ich starte mal mit Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da ist eben der Name gemeint, den die Person von Geburt an halt schon bekommen hat. Und nicht Somani oder Matteggio, sondern einfach Abraham oder Abram hieß er ja eigentlich früher. Hat sich auch geändert, hat Gott auch geändert, ne? Gott ändert auch Namen manchmal. Weil die Bestimmung sich verändert hat. Ja, jetzt müssen wir mal auf die Schnelle nachschlagen, was Abram hieß, also Führer einer Menge oder so, oder eines Volkes. Und dann ist Abraham, also ist er eigentlich noch in der Bedeutung aufgestiegen. So, jetzt, ich sag's nur mit meinen Worten, ja. Oder die Ja. Sarai wurde zu Sarah oder der Jakob. Ja, Jakob Israel. hat mit Gott gekämpft die ganze Nacht. Und dann bekam er den Namen Israel und Israel heißt Gott kämpft. Genau, und ist jetzt ist ja dann dadurch Stammvater geworden von auch diesem Volk Israel. Ja, also wenn dann für Gott gilt unser richtiger Name. Irgendwelche später erworbenen Namen, also außer jetzt Spitznamen oder Kosenamen oder was weiß ich, ja, das ist natürlich mal was anderes. Aber wenn sich da jemand ja einen Seelennamen gibt, die Seele hat nicht nochmal einen extra Namen oder einen Lichtnamen gibt, da kannst du davon ausgehen, ja, da machen sich gerade echt ein paar Dämonen Scherze mit dir und verpassen dir einen Namen. Was wahrscheinlich auf Dämonisch dann Tollpatsch heißt oder so. Und die lachen sich kringelig, wenn du sagst, ich heiße Tollpatsch, ja, oder so. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ach ja, Evangelia, da sind wir eigentlich auch sogar durch schon. Wie lange haben wir denn gesprochen? Oh wei, 1 Stunde 45 fast. Sind wir das Thema ziemlich ausführlich durch. Alles konnte man sich auch nicht besprechen. Aber vielleicht machen wir ja nochmal ein Video. Dann hätten wir 5. 5 haben wir jetzt, dann machen wir 6. Und wenn wir 6 machen, brauchen wir natürlich auch 7. Ne? Uns fällt dann immer was ein. Ja, dann wären wir auch soweit durch. Evangelia, möchtest du denn noch etwas sagen? Ich möchte sagen, dass der beste Weg ist, wenn man mit Jesus Christus geht Ja. und
es lohnt sich so sehr, in der Bibel zu lesen und dabei zu bleiben. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Wir wollen ja auf Jesus Christus hier aufmerksam machen, ihm sein Leben anzuvertrauen, um jeden, der das jetzt schaut, einmal in der Ewigkeit wiederzusehen. Das wird ein fröhliches Wiedertreffen, gewissermaßen. Gut, in dem Sinne, Gottes Segen, macht es gut. Ciao. Schönen Abend.